So Leute, so muss das sein. Hier werden die Assi-Creator erstellt. Welcher Mensch hat das größte Gesäß auf der Welt? Du hier! Kim Kardashian, das ist vollkommen richtig. Oh mein Gott, was kann ich jetzt machen? Kann ich die abschießen? Beste Schule, auf der ich jemals war, in der Bullies abgeknallt werden. So. So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich mach's nochmal neu, weil so Leute sage ich sonst nie. Willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es richtig seht, ich darf mir zwei Lehrer aussuchen, denn ich erinnere mich noch an das letzte Game, in dem ich eine Lehrerin war und ihr einiges zu lachen hattet. Ach, die wollen, ach, weil die rummachen wollen. Die wollen rummachen, guck mal, die küssen sich. Oh, das ist falsch. Es tut mir leid, aber das ist was, my test was correct. Ups, oh nein. Und deswegen fühle ich mich dazu berufen, auch heute eine der dümmsten Klassen überhaupt zu unterrichten und ihnen viel Lehrreiches beizubringen. Übrigens, Leute, wir haben die Million geknackt, ein Meilenstein. Ihr könnt gerne unten coole Artikel abchecken. Ich war zum Beispiel bei meinem MMO in der Gameswirtschaft. Viele haben darüber geschrieben, YouTube selbst auch. Alles unten gerne abchecken. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Und deswegen lasst uns weiter viel Spaß auf diesem Kanal haben und allerwichtigste, die Croissants. Heute mit einer extrem langweiligen Füllung von Salamibrot und Apfel. Das, was man immer in seiner Lunchbox hat. Wir fangen an, lasst uns schauen. Ich würde sagen, ich fühle mich, wie gesagt, da ein bisschen mehr hingezogen. Ist weiblich, würde ich sagen, los geht's. Er sieht dann auch so richtig nett aus mit Fliege. Hatte bei euch schon mal ein Lehrer eine Fliege an? Oder hat eine, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, einer eurer Lehrer immer eine Fliege anhat. So, also in meiner Schullaufbahn hatte das tatsächlich keiner. Das war dann schon eher sowas. Also, los geht's. Ich habe Angst. Und wisst ihr, bevor ich Angst habe? Dass ich dümmer bin als die Klasse. So, frage die Klasse. Welches Tier ist pink? Die meldet sich nicht, kann ich nicht aufrufen. Das war immer so ich in der Schule, so dieses, oh, scheiße Fragen. Oh, ist draußen tolles Wetter, bitte guck mich nicht an. Okay, komm, er ist so richtig, er will es einfach richtig. Eine Kuh! Das ist leider falsch, setzen! Boah, die müssen sich sogar hinstellen. Okay, du, weißt du's? Ein Flamingo! Das ist richtig, das hast du sehr gut gemacht. Korrekt. Wofür steht das Wort LOL? Bitte, lass einen von denen sagen, League of Legends. Bitte du da hinten. Lean out, LED. Richtig! Und alle so, hä? Oh mein Gott, ich mach die dümmste Klasse noch dümmer. Oh, geil, sie freut sich voll so, yeah, was Falsches beigebracht. Ich hätte aber eigentlich noch gucken sollen, ob einer wirklich League of Legends sagt. Tap to start, okay. Okay, was kommt jetzt? Ah, okay, ob sie es richtig gemalt hat. Wunderbar, korrekt. Ein Hippo. Fühl ich, fühl ich. Ein Elefant. Wow, die hat den Elefant voll gut gemalt. Die sollte man bei Gartic-Form mitmachen. Wunderbar, wunderbar. Ja, wirklich. Sie freut sich. Eine Eins. Oh, Bingo. Sie ist ganz niedergeschlagen. Oh, die ist ganz nieder. Sie hat hier quasi bei... Oh, das ist leider falsch. Das ist eine Karotte. Das Auto ist sehr, sehr süß. Dafür gebe ich dir auf jeden Fall ein richtig. Und das ist sowas von falsch. Das sind keine Beans. Also, eine Bohne sieht so aus, meine Liebe, ja? Nein, nicht wirklich. Warte mal. Das ist eine Bohne. Das... ich habe doch überhaupt nicht bewertet. Oh, sie hat eine... Nein, ich habe überhaupt nichts eingegeben. Eiffelturm, yes. Aber Schafi kriegst ein Herz, weil der ist so süß gemalt. Mal gucken, was da dann rauskommt. Nein, ich habe mir keine Eins gegeben. Ein Herz. Egal, komm, geh nach Hause. Fum. Okay. Ach so, ich muss jetzt meinen... Okay, dann sharpen Pencils. Ja, perfekt. Kann ich den auch komplett klein machen? Habt ihr auch immer an eure Bleistift gekaut? Ich ja. So, not sharp. Sag mal, nearly there. Scheiße, ich bin zu dumm, um Bleistifte zu spitzen. Nein, das war vorhin das perfekte Timing. Kacke, ready for class. Monitor the halls. Wie? Aha, ich muss jetzt quasi gucken. Was machst du? Oh mein Gott, was ist denn mit dir los? Er hat Süßigkeiten in der Klasse gegessen. Er hat schön geputzte Schüchen. Er hat eine schöne Ausstrahlung. Oh, ich kann ihn... Was? Spray? Warum kann ich den Schüler ansprayen? Ich kann ihn gehen lassen. Ich kann ihn zum Rektor gehen lassen. Ich möchte ihn aber gern ansprayen. Das ist der Traum eines jeden Lehrers, seine Schüler mit dem Feuerlöscher auszulöschen. Warum kann ich das jetzt tun? Es tut mir so leid. Du hast Süßigkeiten gegessen. Stirb!
Tap to start. Was gibt's jetzt? Wieder Tests. Draw a character from a horror film. Das ist total süß. Aber woher weißt du bitteschön, wie der Clown von S aussieht? Du bist noch viel zu jung. Ich kann es mir irgendwie... Ich finde, so wäre die Zeichnung viel schöner. Draw a character from a superhero. Es ist geil gemalt, aber wo ist hier der Superhero? Kann ich hier da irgendwie noch rausholen? Raushelfen? Es ist Batman! Scheiße, ich wollte ihr Batman malen, ihr eine gute Note geben. Sie hat eine 1 bekommen. Nein, warum? Oh yeah, neues Outfit. Eigentlich sollte ich mir das holen, weil ich glaube, da ich meine Kinder mit dem Feuerlöscher besprühe, könnte es sein, dass ich irgendwann die auch prügeln muss und dafür muss ich gewappnet sein. Find Cheaters. Oh! Ich möchte mir eine Sache anmerken. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gespickt. Aber ich muss ganz stolz verkünden, ich habe schon auch manchmal gespickt, also rübergeschaut, aber ich habe nie einen Spickzettel gehabt, weil das war mir immer zu heikel, weil ich war immer die, die vorne gesessen hat. Fragt mich nicht warum. Das heißt, ich hätte nicht spicken können, aber ich hatte nie den Spickzettel. Schreibt gerne eure Methoden, wie ihr spickt in der Klasse, in die Kommentare. So, Find Cheaters. Okay, lass mal gucken. Hey! Voll auffällig! Hey, sag mal, spinnst du? So frech war ich aber nie. Sag mal, der musste raus. Oh mein Gott, der musste raus. Ja, aber auffälliger geht's ja nicht, Kollege, oder? Wer freut sich auch total? Sind so richtig so, ha! Guck mal, wie süß sie sich freuen. Ich kann ja nicht gar nicht böse zu denen sein. Guck mal, jetzt wie glücklich er schaut. So, could you please? Oh! Sag mal, Leute, ey, hier sitzt ja gleich keiner mehr. So, ich würde sagen, ich bin für das Spray. Also nur nochmals, ich möchte es zu Protokoll geben und legen. Wenn ich als Lehrerin meine Schüler nur auseinanderbringen würde mit dem Feuerlöscher, dann würde ich die Schule verlassen. Aber okay, ich weiß noch nicht, wen ich besprayen soll. Ich würde eigentlich gerne den Kampf mal sehen. So, so. Schluss, ihr beiden! Ich sprühe mal einfach nur die an. Ich war für die Linke, so. Ich sorge mal dafür, dass die andere noch weiterfeinden kann, während die ausgenockt ist. Los, schlag sie! Was habe ich dir beigebracht? Oh mein Gott, die armen Kinder. Oh mein Gott, zwei Kinder, die sich geschlagen haben, sind leider am Feuerlöscherschaum erstickt. So, wir fragen wieder, was ist los? So, what do teams pull in a game of tug of war? Ich würde eher sagen, wer ist saftiges Gnu? Ein Ball? Falsch! Good choice, good choice. Wer ist saftiges Gnu? Ein langes Seil. Falsch! Ach, das war richtig, alle so, hä? Rugby? Falsch! Alle so, oh. Cricket? Ich gebe dir einfach mal richtig. So, ich werde dir jetzt falsches Zeug beibringen. Vor allem keiner der Schüler so, alle wissen, es ist falsch, aber keiner will es irgendwie zugeben. Und ich so, bad. Null Antworten waren richtig. Oh shit, das ist peinlich. Also wieder den Gang anschauen. Okay, was geht hier ab? Was machst du? Ich würde sagen, ich lass dich mal gehen. Oh, ist das in Ordnung, Kadett? Ja. So, hier wieder ein dummer Bully. So, meine Liebe, was geht ab? Ich möchte dich unbedingt so gern stunnen. Oh, es geht. Oh mein Gott, was kann ich jetzt machen? Kann ich die abschießen? Das ist die beste Schule, auf der ich jemals war, in der Bullies abgeknallt werden. So, die. Puff. Oh mein Gott, ich elektroschocke sie. Oh, holy shit, was bin ich denn für eine Lehrerin? Geil! Genauso wird meine dümmste Klasse noch dümmer. Mit Gewalt löst man nämlich Probleme. Nicht. So, was hast du hier, mein lieber Timmy? Chocolate wurde von Kakaobohnen gemacht. Pasta ist cooked in Milk. Nein, ich weiß zwar nicht, wie du deine Pasta errichtest, aber chinesisches Essen sind Frühlingsrollen. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Dafür kriegst du eine 1. Wie alt sind die Kinder eigentlich? Also, das sind ja wirklich Fragen. So, German Food, der Pretzels. Spinach is green. Tacos. Oh, alles richtig, meine Liebe. Sehr schön, wunderbar. Ja, ich will auch mal so einen Test haben. Du hast eine Wurst im Gesicht. Was ist Petersilie für ein Typ von Essen? Mit setzen! So. Starch? Setzen! Grain? Setzen! Du weißt bestimmt die richtige Antwort, oder? Herb? Das muss ja stimmen. Der Hintere hat immer recht. So, das sind so anspruchsvolle Fragen, Leute. Das wird die neue YouTube-Generation. So, Leute, so muss das sein. Hier werden die Assi-Creator erstellt. Welcher Mensch hat das größte Gesäß auf der Welt? Du hier!
Team Kardashian, das ist vollkommen richtig. Ja, genau das wissen sie wieder. Die Antworten haben sie alle wieder drauf, Mann. Leute, es geht so nicht. Ihr könnt nicht alles über Social Media wissen oder beziehungsweise auch nicht, aber im echten Leben wisst ihr nichts. Ja, der Unterricht ist bis heute beendet. Ihr dürft alle eine Woche nachsitzen. Macht euch mal Gedanken drüber und lasst mir gefälligst einen saftigen Hufen nach oben da. Und jetzt raus!